Wir starten heute rein die neue Season in Brawl Stars. Dabei haben wir direkt den neuen Brawler Cordelius, direkt einen der stärksten Brawler im Spiel. Und ihr seht heute, was wir alles bekommen werden und wie ihr den Brawler am besten spielt. Viel Spaß! Wir starten rein ins neue Update. Ich habe noch gar nichts angeschaut. Das ist der neue Hintergrund. Der sieht schon mal sehr geil aus. Und wir schauen in den neuen Pass rein. Okay, da sehen wir es schon. Bling auf Stufe 30, Cordelius. Wir werden direkt den ganzen Pass durchkaufen. Da sehen wir Stufe 70, haben wir den Sporen, den Cordelius-Skin. Auch den werden wir kriegen. Und jetzt bin ich gespannt, was haben wir Neues im Shop? Wir gehen rein. Let's go. Da haben wir ihn. Naturgeist Chester ist der neueste Skin. Oh mein Gott. Das ist auch ein nicer Skin auf jeden Fall. Den werden wir jetzt noch nicht heute pushen, aber auf jeden Fall auch. Der ist so nice. Okay, dann haben wir noch das hier. Komm, jetzt kaufen wir zuerst. Wie immer, bevor wir uns irgendwas kaufen. Neue Season. Ich hoffe, einige haben dran gedacht. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code Jonas. Gerne im Shop eintragen. Völlig kostenlos. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Let's go. Wir sind startklar. Kauf war erfolgreich. 80 Gems und... Was ist das denn? Ah, ist ein Pin. Ist ein Pin, okay. So, wir kriegen noch Münzen und wir kommen nicht drum rum. Wir laden 2000 Gems auf, um hier den Brawl Pass direkt zu kaufen. 2000 Gems, let's go. Da haben wir es. Genau, wir sind nämlich auch kurz vor 45.000 Trophäen, wie ihr sehen könnt. Das heißt heute, oh, zum ersten Mal 45.000 auch. Oh, haben wir neue Quests? Die Quests sollten auch überarbeitet werden. Hier, verursache Schaden in Tresor oder Solo Showdown. Cool, das haben die ja neue Quests. Die allgemeiner sind. Geil, finde ich nice. Okay, wie immer, wir aktivieren den Brawler. Ach so, der kostet ja 12 Euro, die plus 5 Stufen. Aber es lohnt sich ja eigentlich für mich. Ach, das nicht zu Hause nach unbedingt. Let's go, Pass gekauft. Let's go. Ab jetzt haben wir auf, oder seit längerem, auf Stufe 1 ja Bling einfach. Das heißt, damit, ihr könnt euch nur mit Stufe 1 schon Chester kaufen. Überlegt mal. Und dann habt ihr noch Bling über. Also das neue System ist krass. Ihr könnt euch auch alles aussuchen, was ihr wollt. Es sind nur noch plus 5 Stufen. Stopp mal, es waren immer 10 davor. Okay, dann jamme ich erstmal bis zum Schluss auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, wir sind durch und damit würde ich sagen, boah, vor allem kriegen wir ja sau viele Münzen. Da können wir uns endlich die ganzen Gears kaufen, die ich noch brauche. Und spannend bei den ganzen Modi, wir haben heute Eliminierung drin. Eskorte haben wir auch neu drin, also auch da neue Modi heute, stimmt. Oh, die neue Powerliga-Season läuft, oha. Okay, welcher Platz war ich letzte Season? Okay, 1400. Ich habe nämlich vergessen, dass die Season geendet ist und habe dann vergessen zu pushen. Aber eigentlich ist solide dafür, dass ich jetzt nicht so viel gepusht habe, oder? Die Credits bringen uns jetzt gar nichts, oder? Die gehen direkt in den Ruhm, wie lost. Mal kurz schauen. Wenn wir hier bei den Chromatics schauen. Ja, wir sehen es hier. Also wir können da eh nicht sammeln. Wir müssen eigentlich direkt Cordelius einfordern. Wir schauen mal noch ganz kurz im Pass, ob wir noch irgendwas anderes Interessantes haben. Ich glaube in erster Linie, ja, Powerpunkte haben wir auch Max tatsächlich. Die können wir in Münzen umwandeln. Das ist alles ein bisschen random. Und von letzter Season haben wir auch noch extrem viel. Wir sind ja endlich... Oh, wir haben noch die größeren Bonusbelohnungen bekommen, sehen wir auch. Nice! Das Bling, also eigentlich kann ich nichts abholen, basically. Außer die Gems. Das ist ja... Die chromatischen Dinger bringen mir auch nicht die Chroma-Credits. Krieg neues Spray, das ist cool. Das ist nice. Ja, die Münzen abholen wir auch lost. Okay, dann gehen wir einfach bei Cordelius. Let's go. Da haben wir ihn. Der sieht nice aus, der Brawler. Schaut vor allem, wie er die Giftpilze wachsen lässt. Finde ich übel nice. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Der Typ ist total durchgeknallt auf jeden Fall. Der Charakter. Lol, wir kriegen doch direkt den Skin hier angepriesen. Lol, 29 Gems noch. Ich hole gleich. Wir wollen erstmal kurz lesen. Sehr kurzer Text. Gärtner des verzauberten Waldes. Liebt Pilze und hasst Eindringlinge. Okay, mal die Pins anschauen. Okay, der ist cool. Der ist cool. Ja, der typische Daumen-Hoch-Pin muss natürlich auch dabei sein. Der ist auch traurig. Ja, die Pins sind auf. Oh, das ist ein übel nice Spieler-Icon. Das ist einfach das neue Brawl-Profilbild. Übel nice. Was kann der? Komm, irgendwas Special-mäßiges jetzt. Oha, ja, das ist cool. Guck mal, der macht so Giftwolken. Oha, ja, der ist auch nochmal cool. Und damit, Stufe 70, da ist der Skin. Sporen, hier ein Cordelius. Sporen ist die Fortpflanzungsart der Pilze. Und da sehen wir es noch. Wenn ihr auf so Pilze tritt, dann geben die auch manchmal so Dampf oder so Rauch von sich ab. Das sind so kleine Pilzteilchen, mit denen sie sich fortpflanzen können und neue Pilze rauswachsen. Und genau das verteilt auch der Cornelius. Cordelius hier, dass er seine Pilze verteilt. Und wir kriegen noch den Pin dazu. Ja, den hatten wir doch schon, oder? Bin ich lost. Hä? Shop. Oha, noch mehr. Ja, ich glaube, wir haben genug Münzen. Aber wir kaufen auf jeden Fall erstmal das Spray für Cordelius. Das kommt auch dazu. Und natürlich auch noch, wir haben einen zweiten Skin, einen seltenen. 29 Gems. Welche Skins cool sind, werden wir rausfinden heute. Für welchen Preis? 29 Gems ist ja selten. Komm, der Vollständigkeit halber kaufen wir noch den Naturgeist Chester Skin auf jeden Fall. Eigentlich auch mit... Ich will eigentlich das Bling noch überlaufen auf 10k erstmal. Komm, soll ich es mit Bling kaufen? Nee, noch nicht. Komm, wir kaufen mit Gems erstmal. Da müssen wir irgendwann die Bling ausgeben. Das ist der Skin, der normalerweise mit dem Brawl Pass kommt oder gekommen ist praktisch. Aber ihr könnt es auch für andere Sachen ausgeben. Boah, wir kriegen noch ein Icon dazu. Oh, das ist so cool. Den werden wir auch noch pushen, aber jetzt nicht heute.
Genau, also nur zur Orientierung. Ihr könnt zum Beispiel auch Dino Leon kaufen, oder? Oder diese ganzen super seltenen Skins mit dem Bling. Ich finde das Bling-System so nice. Zombibi zum Beispiel auch, wenn ihr den lieber wollt. Okay, da sehen wir nochmal die Übersicht, ne? Alle Brawler auch oben, einer unten. Das heißt, Cordelius muss es gemaxt werden. Der einzige noch Power 1, ansonsten sind wir Max, was die Power 11 und Gadgets und so angeht. Okay, was haben wir an Stats? Alter, sehr schnell ist der. Oh, oha, das ist wichtig. Nachladegeschwindigkeit auch sehr schnell. Okay, 3200 Leben, 37 Schaden. Wir legen los. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und damit haben wir 4, 8 und 1090. Okay, das erste Gadget ist auf Pilzung. Damit können wir einfach über Hindernisse springen. Das klingt sehr, sehr krass und ist es bestimmt auch. Die erste Star Power ist das Pilzmenü. Und damit machen wir 30% mehr mit unserem zweiten Pilz. Aber nur, wenn wir den ersten treffen. Okay, wir sind drin in der ersten Runde mit Cordelius. Okay, schon mal, der Damage ist halt echt crazy, ne? Schaut sich an. Hier gegen die Jackie. Muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Komm, wir nutzen mal die Ult direkt. Die ist auch langsamer, kann nicht ihre Ult und ihr Gadget einsetzen. Und das macht diesen Brawler natürlich absolut OP. Können wir übers Wasser jumpen? Sekunde. Oh mein Gott. Das ist ja auch für Showdown übel broken. Überlegt mal, ihr könnt dann auch einfach abhauen. Das ist ja komplett OP. Aber auch für 3 vs 3 ist es bestimmt... Oh, lol, da war das so kurz. Habt ihr den Bug auch gesehen? Ja, da sind gerade so ein paar Pilze mitgeflogen. Wir springen gerade nochmal. Lol. Pass auf. Jetzt nicht mehr. Da war's. Doch, hä? Da taucht so ein Pilzschwarm auf irgendwie. Keine Ahnung. Ah, jetzt hier, so zack. Seht ihr das? Der zweite macht mehr Schaden. Auch wichtig zu sehen nochmal. Nein, er hat sie umgebracht. Was war denn das für eine erste Runde? Egal. Okay, easy. Krass. Das ist wirklich krass. Oh, unser erstes Star-Drop heute. Okay, selten. Selten. Episch. Nein, ich hatte gestern den ersten legendären Star-Drop und habe einen Pin bekommen. Und wir kriegen Münzen. Schade. Komm, hoffentlich noch einen guten Star-Drop heute. Okay, interessant ist noch das zweite Gadget. Wir haben den Giftpilz. Die zweite Star Power aus Pilzkönigreich. Damit haben wir 3 Pilze, wenn wir unsere Ult einsetzen. Und wenn wir die berühren, dann healen wir. Und wenn die Gegner die Pilze berühren, dann kriegen die Schaden. Hört sich ein bisschen random an, aber ist bestimmt cool. Okay. Okay, wir sind drin. Wir haben unser Gadget erstmal. Bin ich mal sehr gespannt. Okay, eigentlich relativ simpel. Wir gehen mal ran. Zack. Lol, der kriegt das echt. Der kriegt dann echt dieses Symbol wie bei Otis, dass er nicht angreifen kann. Und jetzt die Ult noch testen. Müssen nur treffen, bitte. Oh, müssen ein bisschen aufpassen. Wo sind die Pilze? Ach, da. Die können wir jetzt einsammeln. Ja, die sind allerdings ein bisschen random auf dem Placement, ne? Aber wir healen schon krass. Wir healen schon... Seht ihr das? Man healt schon sehr... Wir müssen ein bisschen aufpassen gerade mal. Man healt schon sehr, sehr krass, muss man ehrlich sagen. So, da, zack. Hä? Ist ja übel. Ah, wir können aber selber auch kein Gadget einsetzen, oder? Wenn wir die Ult nutzen. Stopp mal, was? Hä, der war einfach grau, der Button. Jetzt mal schauen, zack. Hier, wir können unser Gadget gar nicht nutzen in der Schattenwelt. Aber unsere... Hä? Platz 1. Okay, super wichtig zu wissen. Man kann das Gadget auch... Ach, wir selber können das Gadget auch nicht nutzen in der Schattenwelt. Egal, zweiter Win. Und damit kommen wir zu den Gears und vor allem zum ersten Skin. Dann würde ich sagen, Sporen hier in Cordelius. Der Brawl Pass Skin. Sieht echt cool aus. Und die Gears. Welche Gears holen wir uns denn? Auf jeden Fall Tempo-Gears immer gut. Schadens-Gears immer gut. Und Schild. Das sind so Basics für Distanz-Brawler. Bei den beiden eher weniger meistens. Okay, zum ersten Mal den neuen Skin. Da sehen wir ihn, wie er im Spiel aussieht. Mit so einem riesigen Hirn auf jeden Fall. Wo ist jetzt der Gegner? Ah, wir sehen, wir laden auch die Ulti dann automatisch auf. Das ist auch echt eigentlich hilfreich. Oh, aufpassen. Sehr schön. Also man sieht vor allem, die Schüsse sind so kleine DNA-Pilze praktisch, ne? Also kleine DNA-Stränge mit einem Pilz vorne dran. Zack. Achso, ich darf nicht vergessen, dass ich kein Otis bin, immer wenn ich die Ult setze, ne? Also die können schon noch angreifen. Aber mit dem... Das Gadget ist übel cool. Ja, ich glaube, das Gadget ist übel broken. Hier, zack. Schaut sich an. Ach, und die anderen Gegner verschwinden? Schaut euch das an. Wie broken ist der Brawler, bitte? Jetzt hier, zack. Die Ult wurde abgebrochen. Habt ihr das gesehen? Kann das sein, dass... Wurde die Ult abgebrochen? Boah. Ich bin mal gespannt. Cordelius ist wirklich schon sehr broken. Let's go. Die erste Runde mit dem neuen Giftpilz-Skin, by the way. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ganz, ganz so dürfen wir jetzt doch nicht reinlaufen. Oh mein Gott, wer hat den Ball? Oh mein Gott. Das ist gewesen. Haben wir einen Giftpilz-Skin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Die Wände aufzumachen. Aber Hank ist auch sehr broken auf der Map, glaube ich. Oh mein Gott. Schaut euch an. Direkt 1-0. Das ist nice. Okay, lass direkt hier die Ult draufwerfen auf irgendwen. Dann verschwinden nämlich alle anderen. Übel entspannt und alle anderen sind dann schon tot. Oh mein Gott. Star Drop, Star Drop. Okay. Selten. Selten. Selten, bitte nicht. Super selten. Komm. Episch. Ach, Münzen. Okay, aber trotzdem nice. Oh, der nächste, der letzte Star Drop. Okay, komm, jetzt mal einen legendären. Selten. Nein. Selten. Nein. Nein. Ah, Powerpunkte brauche ich nicht.
einmal die komplette Lok. Mal jetzt auch hier. Stopp mal, der sieht jetzt auch die anderen ja gar nicht mehr. Das heißt, das ist ja total krank. Das muss ins Video. Habt ihr es gesehen? Wenn ich den letzten Verteidiger treffe, dann kann der ja die Gegner gar nicht mehr sehen. Okay, auf geht's. Wir sind in der entscheidenden Runde für Rang 10. Direkt das Gadget hier aktivieren. Und zack. Der kann nichts machen. Schaut euch das direkt an. Wunderschön. Da hinten auch direkt der nächste Kill. Zack, jetzt hier in die andere Realität befördert. Wunderbar. Und jetzt hier am besten so ein bisschen dodgen und jetzt hier ausschalten. Der Damage ist halt crazy. Schaut es euch an, Alter. Die wieder warten jetzt hier. Und in die andere Realität. Der kann den Ball jetzt nicht mehr sehen. Auch chillig. Und das Tor ist da. Okay. Letztes Tor für Rang 10 jetzt hier. Auf geht's. Zack, wir machen wieder das hier. Bisschen aufpassen. Kill ist da. Wunderbar. Zack, andere Realität befördern. Er kann nichts mehr sehen, außer mich. Das wird so ein fettes Gegentor normalerweise. Yes. Nein! Nein! Oh mein Gott. Egal, alles. 4-0, Starspiel. Alter, das ist schon mal nice hier. Und da sind wir Rang 10. Und vor allem haben wir schon mal 45.000 Trophäen. Stück für Stück geht's in Richtung 50.000. Alter, wie viel Belohnung haben wir inzwischen? Da hinten. Das Ende vom Trophäenpfad. Nicht mehr so weit eigentlich. 5-1. Ah, da ist wieder, da ist Cordelius zurück. Wir haben die erste Mastery geschafft. Übel nice. Da sehen wir es nochmal. 1000 Münzen. Wir sind in der entscheidenden Runde für 300 Trophäen. Stopp mal ganz kurz. Hä, ja, stimmt. Das ist ja übel geil. Das ist ja übel nice, wirklich. Dafür ist der Jump halt geil. Jetzt hier, zack. Ist auch verlangsamt. Ja, schade. Oh, oh, oh. Verkackt. Das war nochmal richtig schlecht und trotzdem hat er keine Chance. Schaut euch doch den Damage vor allem an. Guck mal, wie schnell wir so Kisten holen. Doch crazy. Zack. So. Ah, die Kisten verschwinden auch. Mann. Ja, da ist natürlich jetzt lost gewesen. Das ist nicht der Plan. Oh mein Gott. Jetzt war es noch verkackt. Ah. Was loste Runde gerade von mir. Ich wusste nicht, dass die Kisten auch verschwinden. Zack. So, wichtige Ult. Kann es ihre... Ja, die hat keine Chance mehr, ne? Das ist crazy. Die hat keine Chance. Das Ding ist, da hätte es theoretisch der Spike auch direkt neben uns stehen können, ne? Das ist halt wirklich der Nachteil. Das wisst ihr halt nie, natürlich. Boah, die Ults sitzen aber hier auch, ne? Wunderschön, sehr schön. Ey, stark auf jeden Fall. 300 Trophäen erreicht und wir kriegen nochmal Bling dazu. Oh mein Gott, wir können echt durch die Wand treffen. Ist das OP, Alter, ich weiß es nicht. Und wie ist es, wenn Frank gerade während der Ult ist? Wird die dann abgebrochen? Okay, sind wir Top 10 in Deutschland? Ich glaube noch nicht. Die werden ja alles aufgepusht haben, bestimmt. Wir haben jetzt ein Rennen. Und? 12. Okay, wir brauchen... Ah, die holen auf. 30 Trophäen, komm, schnell. Ja, wir haben ein gutes Tempo, wir schaffen das. Okay, ein Game für Top 10 Deutschland. Easy going. Schade. Hätte krass werden können, seid ehrlich. Sah cool aus. Aber er hat's gemacht. Aber hab schon schön die Ult von Surge gedodged damit. Ja, Surge schwierig, Achtung. Gut, das soll er auch machen, ne? Aber es sah lustig aus. Ah, nice. Starspieler sogar mit 2-1, so. Ja. Ja, Top 10 Deutschland. Aber jetzt schnell, müssen verteidigen. Platz 9 ist jetzt direkt Platz 9 einholen. Nächste Masterstufe erreicht. Wichtig. 150 Powerpunkte. Müssen wir eigentlich in Münzen wieder bald umwandeln. Wir kommen zur entscheidenden Runde für die 500 Trophäen. Wir müssen aber Platz 1 werden, ansonsten reicht es nicht. Also mal schauen. Wir müssen halt schon relativ nah ran. Das nervt mich halt, ne? Ziehen Karl. Jetzt können wir unsere Ults ein bisschen aufladen. Aber viel können wir auch nicht machen. Ah, das Gadget. Ich hab gedacht, was macht er denn jetzt? Er spielt es eh gerade ein bisschen los. Er checkt es, glaube ich, gerade nicht, dass wir jetzt hier einfach reinjumpen können. Das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, ziemlich broken sogar. Nice, Volltreffer. Volltreffer, Leute. Nein, und dann so ein Jump. Ich weiß nicht, wo der Bass ist. Der könnte jetzt neben mir auftauchen. Der könnte überall sein. Okay, nice. Ah, oh, da ist ein Karl. Das ist kein Bass, okay. Ach, Digga, ich bin schon so hart verkackt. Nice, sehr gut. Okay, komm, einer noch. So, das Ding ist, er kann eigentlich nichts machen. Einfach treffen und jetzt können wir ihn einfach easy normalerweise ausschalten. Er kann seine Ult nicht nutzen. Ah, der Brawler ist schon broken. Sehr geil. Sehr, sehr schöne Runde. 500 Trophäen erreicht. Weiter geht's. Let's go. Läuft. Ich meine, wir sind schon fast bei 600. 600. Wunderbar. Wir haben Cordelius. 100 Credits. Die nächste Mastery. Oh, wir haben Mondruhm Stufe 3. Okay, die holen wir uns gerade. Auch wenn es unnötig ist, ich weiß. Als ob jetzt zwei fehlen. Ja. Mondruhm Stufe 3. Ich weiß nicht, ich finde Ruhm echt ein bisschen unnötig. Ich finde, da hätten sie schönere... Vielleicht ein Profilbild wäre cool gewesen. Apropos Profilbild, wir haben doch noch ein neues Profilbild. Und wir haben die ganzen Pins und Sprays gar nicht genutzt. Ich finde es aber... da. Ist voll cool, finde ich eigentlich. Lieblingsbrawler machen wir direkt den neuen. Ist einfach immer noch der loweste Brawler bei uns gerade, ne? Ist auch krass. Was machen wir? Genau, die Dings, die Sprays. Will das.
Das ist cool. Und das da. Ja, ja, die sind cool. Let's go. Entscheidende Runde für 600 Trophäen. Nicht mal 2 Stunden sind wir bisher dabei. Also ordentliches Tempo wieder mit Cordelius hier auf dem Main-Account. Okay, was machen wir jetzt hier am besten? Einfach würde ich sagen, direkt hier schön. Ja, der dachte, ne? Der dachte, er wird uns hier schon kriegen können. Sehr gut. So, und jetzt hier einfach die Ult rein-aimen. Genau, wunderbar. Dann jumpen wir noch einmal und dann haben wir den hier raus. Wunderbar. Und dann haben wir den hier auch raus. Und der Mortis ist noch übrig. Nee, sehr gut. Let's go, let's go. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir halt direkt die Ult. Das ist halt ein Riesenvorteil. Das heißt, wir können sehr gut. Er kann seine eigene Ult nicht mehr setzen, wie ihr sehen könnt. Wir können es reinjumpen und ihn hoffentlich auch finishen. Haben wir auch. Und damit... Alter, was? Nein, nein! Der Pass ist hängen geblieben. Ich kann jetzt nichts machen gerade. Schön. Schön ausgeschaut. Und das bedeutet 2:0, 600 Trophäen erreicht. Und jetzt geht's in die anderen Modi. Und zwar zuallererst Eskorte ist zurück. Da bin ich gespannt. Okay, auf geht's. Eskorte, der Modus ist zurück. Dann übernehme ich mal hier den Part zum Verteidigen. Die beiden anderen scheinen jetzt hier anzugreifen. Das ist so ein bisschen wie Hotzone eigentlich. Man muss eigentlich diese Zone halt hier... Oh je, aber Squeak ist ja dann absolut nervig eigentlich. Auch ein guter Pick. Dann machen wir das Ganze doch einfach so, dass wir den erstmal rausnehmen. Bevor der hier weiter nervt, genau. Das muss halt immer einer eigentlich hinten bleiben und die Eskorte vorantreiben. Und die anderen beiden versuchen so ein bisschen... Ja, dass es halt hängen bleibt. Hä, ist eigentlich voll cool. Hat eigentlich schon Bock. Oh, hab's genommen. Also eigentlich sind Tanks auch gar nicht so schlecht. Also auch Brawler, die vielleicht mal ein bisschen mehr Leben haben, gehen eh voll fit in den Modus. Ist gut. Das sind die letzten Prozente. Und ich glaube, Cordelius ist auch sehr solide für Dings, für Eskorte. Also allgemein ist Cordelius, glaube ich, allgemein ein sehr solider Brawler. Für alle ähnlich wie Otis. Wir sind in Juwelenjagd. Oh. Oh Gott. Ja, da sehen wir halt schon, die Map hier ist nicht gut für Cordelius. Die ist zu offen. Die ist deutlich zu offen sogar. Das heißt, wir müssen irgendwie die Bänder am besten gut nutzen. Aber selbst dann wird es schwierig, wie ihr seht. Weil die Map halt einfach viel zu offen ist. Also, da ist Cordelius jetzt nicht zu empfehlen. Allgemein ist er trotzdem solide für Juwelen. Aber es ist halt nicht so unbedingt für die Map. Ne? Das ist halt so das Problem, was ich jetzt hier sehe. Aber trotzdem, wir können halt so ein bisschen in die Büsche... Oh mein Gott, hier halt reingehen. Aber nee, schwierig. Kann ich sogar rausholen. Okay, was ich halt versuchen könnte, ist halt... Ich müsste halt meine Ult vor allem auf irgendwen treffen. Das wäre halt wichtig. Zack. Ach, Digga, selbst die Ult treffe ich nicht. Jetzt nervt es aber langsam. Ich hätte noch einen Jump ready. Allerdings auch der Jump hilft hier nicht so viel. Holt euch die Gems, macht was! Nein, wir verlieren leider die Runde. Ach, Mann, ich bin so useless! 4 Sekunden. Ja, verloren. Also Cordelius in Gemgrip fand ich jetzt echt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also meine Stats waren auch echt kack, aber meine Mates waren auch nicht gerade so gut, leider. Schade. Waren nicht die richtigen Brawler-Picks, ist eine offene Map. Dann gehen wir Eliminierung. Oh mein Gott, never. Das ist nicht die Map. Das ist nicht die Map. Okay, das wird witzig werden. Ich glaube, dann nehmen wir sogar mal das Gadget lieber. Ein weiterer neuer Modus ist Eliminierung. Beziehungsweise ist der Modus jetzt zurückgekommen. Wir aktivieren direkt das Gadget und hauen hier auf den Bow drauf. Und direkt der erste Takedown. Okay, wer zuerst 10 Kills holt, gewinnt das Ganze. Finde ich einen übel geilen Modus. Zack. 1 gegen 1 ist gegen ihn. Oh mein Gott, schlecht. Aber muss man wirklich auf jeden Fall sagen, Cordelius ist nicht gut auf der Map. Wirklich nicht. Ist halt wirklich eher so eine Map für Shelly zum Beispiel oder für Tanks. Tara ist auch sehr gut zum Beispiel, genau. Aber auf jeden Fall nicht unbedingt. Nein! Oh, ganz, ganz schlechtes Ding. Yo, okay, das war wichtig. Einfach ein Triple Takedown hier. Okay, wir hatten zumindest das Gadgets nochmal hier zu nutzen. Zack, direkt drauf. Jawoll! Das ist halt hier wirklich strong, würde ich behaupten. Komm, 2 Kills brauchen wir noch irgendwie. Gadget wieder aktivieren. Schön auf die Shelly drauf und das war's. Er ist in Ordnung für die Map, aber insgesamt müsst ihr wirklich schauen. Cordelius ist halt nicht der beste Range-Brawler. Ist halt so wie Nita vergleichsweise von der Range. Also macht ihn jetzt nicht unbedingt auf, ja, auf offenen Maps. Wie gut wird Cordelius in Tresorhop? Da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt drauf. Ich meine, im 1 gegen 1 müsste er ja eigentlich eine Menge hinkriegen. Kann die auch den Tresor sehen? Scheinbar schon. Das ist ja ein bisschen dumm dann. Ist schwierig jetzt sogar. Ja, jo, das ist aber lost von ihr, dass sie reingelaufen. Sehr schön. So, jetzt hier Penny mit der Ult getroffen. Wunderbar. Die können wir jetzt auch schön rausnehmen hier. Nein! Oh, der eine Schuss hat gefehlt. Der eine Pilz hat nicht getroffen. Egal. Und wieder rausgenommen. Sehr schön. Und der Damage muss ja eigentlich ziemlich nice sein. Ah, ich habe das falsche Gadget noch aktiviert. Ich habe das Jump Gadget nicht drin. Ach so. Deswegen bin ich gerade die ganze Zeit so lost. Zack, den nehmen wir auch raus. Und der Damage ist halt jetzt schon ziemlich geil, ne? Da haben wir es, sehr schön. Also ihr könnt ihn auf manchen Maps in Tresor spielen, wenn die zu offen sind, aber eher nicht. Auf der Map ist er sogar ganz gut gewesen, fand ich. Nein, als ob die dieselbe Map haben, hä? Das ist einfach dieselbe Map wieder. In Kopfgeldjagd. Okay, wir kommen zu Kopfgeldjagd, das ist einfach dieselbe Map. Deswegen würde ich sagen, schneiden wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber...
Ja, das sollte hoffentlich sehr gut funktionieren hier auch. Oh, shit. Egal. Was? Nice. Okay, das war jetzt schon krass. Das war jetzt schon krass. Wir konnten alle nichts machen. Wow. Und Starspieler mit 5-3. Entscheidende Runde für 700 Trophäen. Auf geht's. Jetzt geht's drum. Wir machen am besten hier vor allem Druck. Oh je, das war jetzt aber nicht unbedingt der Play, den Ball zu mir zu spielen, glaube ich. Und einer ist schon down. Okay, die Runde wird schwierig. Die Runde wird schwierig. Ich kann jetzt hier auch eigentlich gerade wenig machen, ehrlich gesagt. Schöne Ult hier, aber schöne Ult. Ja, okay, unser Stu hier mit einem super guten Job gerade. Double Kill. Oh, aber hinten Probleme dafür. Oh je. Zum Glück nicht, aber knapp. Jetzt müssen wir eigentlich am besten schnell scoren, bevor wir hier wieder weitere Probleme kriegen. Oh, shit. Nee, doch nicht. Doch, sehr gut. Dick ist auch noch im Start. Ich kann jetzt leider nicht reingehen. Ich probiere jetzt den Play. Okay, ich glaube, Tick konnte ich jetzt überraschen. Wichtig, ja. Immerhin einer raus. Nice. Okay, das ist jetzt echt hart. Search. Kann es nicht mehr machen? Wir müssen es... Ah, shit, das habe ich gerade. Die Meldung, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich muss noch finishen. Da sind beide Mails gestorben derzeit. Ich brauche vor allem eine gute Ult. Nice, wichtig. Die Ult ist da. Die haben wir gebraucht. So wichtig. So wichtig, die Ult. Yes. Aber knappe Runde. Akku nicht vergessen. Akku nicht vergessen. 7er Trophäen erreicht. Wichtig. Okay, entscheidende Phase für 750 Trophäen. Auf geht's. Okay. Was wir jetzt hier probieren, vielleicht mit einem Jump zu überraschen. Eventuell mit ein bisschen Glück. Jetzt. Zack. Aber die Range ist so schlecht. Egal, erster Kill hier von meinem Mate, aber die Range ist ja echt bodenlos schlecht, ist unfassbar. Ich wusste es! Oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich die Hops genommen. Oh mein Gott! Ich habe einfach straight die Ultra aufgeämmt und oh mein Gott, da war noch ein Mortis neben dran. Ich fass es nicht. Ich habe dieses Team so auseinandergenommen auf anderem Level. Oh mein Gott, habe ich die auseinandergenommen. Alter, ich bin einfach in der Kiste vorbeigelaufen, habe die Ult straight in den Busch geendet. Ich wusste einfach, dass sie da ist. Ich wusste, das Jumphead verschwindet einfach, was? Wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste einfach, dass sie da ist. Das war, oh, mein Mate ist gestorben, Leute. Ah, gut, ich kann sterben, ja, egal. 2-1, Platz 2 ist schon mal sehr gut. Komm, 3 Runden im besten Fall. Hab. Wie random war das? Ah, weg, 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 weg. Bin leider geslowt. Aber in Ordnung. Er ist lost. Was war das denn? Das war ja gar nichts. Jetzt haben wir den Start. Aber fairerweise, wir haben 2 Leute auch gekillt. Oh mein Gott. Hops genommen. Let's go. Und ihn auch noch. Ah, da steht wieder, mein Mate ist tot, aber es ist nur Buggy. Ah, ich gehe trotzdem lieber safe jetzt. Ich habe zu wenig Leben. Ey, das ist echt verwirrend, dass mein Mate tot ist jedes Mal. Und er ist wieder da. Das ist echt noch ein fetter Bug, der echt sehr verwirrend ist. Oder? Oh mein Gott. Da geslowt. Was machen? Aber das ist so broke. Okay, da war er jetzt broke. Ich glaube ehrlich, wir hatten einfach nur Pech, die Runden davor. Wir hatten auf Ernst nur Pech gehabt, dass wir da... Ich meine, schaut euch den Brawler an, er ist schon stark. 6-0, Junge. 6-0. Komm, 2 Wins. So, zack auf den Crow drauf. Ich will jetzt auch nicht so viel Risiko gehen. Okay, er ist jetzt gerade wirklich... Er ist gestorben. Er ist gerade wirklich gestorben. Oh mein Gott. Nein! Wo ist mein Mate? Er ist doch respawned, oder? War ich zu schnell? Was? Kacke, was? Oh, wir haben die Mastery noch geschafft. Ja gut, da sehe ich mich. Zack. Silber 1. 300 Powerpunkte. Also, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf 750 Trophäen. Eine Runde vor 750 Trophäen, sorry. Konzentration. Und wenn wir jetzt hier direkt die Kiste kriegen, haben wir eh einen guten Start. Aber ich gehe in die Mitte. Ich gehe in die Mitte. Ich versuche zu fighten. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Mate super jetzt hier gerade. Und er kommt raus mit dem Gadget. Da ist ein Edgar einfach aus dem Nichts gekommen. Okay. Eigentlich kein Problem. Ich wollte gerade sagen, der muss wegjumpen. Sehr gut. Wir haben 6 Cubes. Das ist eigentlich die perfekte Ausgangslage jetzt hier für uns. So, wir jumpen rein. Wir finishen sie. Sehr schön. War knapp. Ah! Ich bin lieber auf Safe gegangen nochmal. Doch, so riskant. Ich bin schneller als der. Ich bin deutlich schneller, aber ich gehe weg. Ich kann halt irgendwie gerade nicht so viel machen. Ich kann langsam die Ult an dem automatisch aufladen. Das ist chillig. Der checkt das auch, glaube ich, gar nicht. Ah, jetzt... Sehr schön, jetzt können wir ihn easy finishen. Okay, komm, wir brauchen jetzt noch einfach irgendwie... Jawoll. Jetzt Platz 1 am besten. So, zack, wir jumpen einfach rüber. Ult. Das kann eigentlich wenig machen. Ah,
ist das OP, Alter. Okay, Platz 1. Wir brauchen einen Win noch. Platz 2 reicht auch. Okay, wir schaffen es jetzt, okay? Entscheidende Runde für 750 Trophäen. Wir müssen jetzt gewinnen. Wir haben ein bisschen gestruggelt mit Cordelius, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt soll es eigentlich klappen. Wir haben auch jetzt eine Eevee im Team, wunderbar. Und hier, da ist eine Bonnie am Start. Alter, der Damage ist aber krass. Die haben wir echt rausgenommen. Ich dachte erst, es wäre ein Fehler gewesen von mir, aber wunderbar. Erster Kill hier schon mal. Jetzt vielleicht nicht zu aggressiv in die Mitte jumpen. Stattdessen erstmal genau hier schön die Kiste holen. Und das ist tatsächlich ziemlich nice jetzt für uns. Weil den können wir jetzt richtig gut rausnehmen. Okay, das ist krank. Jetzt räumen wir die Runde komplett auf. Geht doch. 10 Cubes. Wo sind die letzten Gegner? Das ist nur die Frage. Da, da hinten sind welche. Die haben jetzt wahrscheinlich nicht so Bock auf uns. Let's go, was machen wir jetzt? Am besten, zack, einmal drüber jumpen, dass wir hier einmal dicht machen. Ja, aber, Alter, ich kann sie halt so krank, ne? Ich kann da wirklich gar nichts machen im Distanzkampf gegen die. Jetzt haben wir halt ein Problem, ne? Was wollen wir jetzt machen? Ich kann halt eigentlich echt nicht wirklich reingehen. Eigentlich müssen wir echt chillen und er muss fighten. Also, ja, ich weiß nicht, teilweise ist... Ist er echt stark, der Brawler? Aber teilweise ist er auch echt useless. In der Out Range wird hier im Showdown. Jetzt aber. Okay, Mr. P da oben auch am Start. Hä, was macht der denn jetzt? Keine Ahnung. Sehr gut. Ich wieder rüber jumpen. Okay, es sind noch zwei Teams übrig. Komm. Schlecht Ult von hier. Oh mein Gott. Schlecht. Ganz schlecht von mir. Jetzt überleben erstmal. Ult, 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 Ult. Oh mein Gott. Cordelius stirbt zu schnell. Das gefällt mir in Showdown jetzt gerade nicht so. Ansonsten ist der Brawler echt broken. Oh, na haben wir Top 2. Alter, das war schwierig. Vielleicht schaffen wir sogar noch Platz 1 mit ein bisschen Glück. Zack, andere Realität. Nee. Ist okay, ist okay. Wir holen die 57 Trophäen. Da haben wir es nochmal. Auf geht's. Welcher Platz sind wir weltweit? Welcher Platz sind wir? 57 auf den Punkt. Warte mal, FA hier für meinen Mate. Und wir kriegen einmal noch. Wir kriegen noch Trophäenpunktbelohnung. Wir kriegen Powerpunkte. Münzen und Credits. Das ist auch ein geiler Rekord. Bald 46.000. In Deutschland sind wir Platz 7 und weltweit sind wir Platz 87 der Welt. Das ist krank. Im Abspann seht ihr, wie ich alle Brawler in Brawl Stars in einem Video gespielt habe. Und zum anderen, wie viele Star-Drops ich brauche, bis ich einen legendären Brawler ziehe. Schaut gerne vorbei. Haut rein. Danke für den Support und bis zum nächsten Video. Ciao.